magischer Mund ist noch da. Ihr dürft passieren. Ja. Gut, ich habe die Schädel verloren und ich habe Stufenaufstiege. Stufenaufstiege sind schön. Für die beiden und für Lunastra. ETW um 1 reduziert schon wieder. Hat auf den erhöht Trefferpunkte, aber sonst nicht viel. Und ein Priesterzauber des zweiten Grades kriegen wir. So, nehmen wir dafür einfach mal noch eine zweite göttliche Macht. So, bei ihr dasselbe wahrscheinlich. ETW, ja, ein Priesterzauber und Trefferpunkte. Das heißt, wir schmeißen mal das Flammenschwert raus, weil das bringt einfach nichts. Gute Beeren. Ja, irgendwie ist da der Text falsch, weil eigentlich sollten sie 5 Trefferpunkte heilen. Brauchen wir aber nicht gute Beeren. Fallen finden auch nicht. Dann mach mal Tiere festhalten. So, und du kriegst auch noch ein Level up. Rettungswürfe reduziert, ETW und Fähigkeitspunkte. Gibt es hier eigentlich immer noch kein Maximum? Dein Befehl? So, dann können wir jetzt durch den sprechenden Mund in die nächste Ebene. Vorwärts! Wenn wir jetzt zurückgehen, ist der Mund immer noch da. Es soll geschehen! So, okay. Ich kann nur diesen Hebel betätigen. Die Tür kann ich nicht mehr benutzen. Okay, Grünschleim. Meister der Verlockung, ihr seht jetzt, wo ich einst gestanden habe. Im Laufe der Zeit werdet ihr vielleicht sitzen, wo ich gesessen habe, liegen, wo ich gelegen habe und sterben, wo ich gestorben bin. Im Gegensatz zu mir habt ihr aber den Vorteil, dass man euch in der Schicksalsstunde nicht Hände und Stimme genommen habt. Ich habe keinerlei Interesse daran, hier zu sterben. Stellt euer nächstes Rätsel, Barde. Das werden wir ja sehen. Ich habe genug von euren Rätseln. Nehmen wir mal das erste, dass wir wissen, dass er der Barde ist. Das ist kein Rätsel, es ist einfach eine Wahlmöglichkeit. Bleibt in diesem Verlies, bis ihr verhungert oder verdurstet, oder versucht einen Weg nach draußen zu finden. Was soll das für eine Wahlmöglichkeit sein? Euer Gastgeber hatte dann genug und wollte beenden diesen Spuk. Doch wurde er gezwungen zu bleiben und eine Geschichte voll Lügen niederzuschreiben. Allein nicht das Schicksal meiner und er flieht dem Raum seiner. Die Schattenhunde lauern dort im Dunkeln, tun sie von einem Fluchtweg munkeln. Doch sollten wir uns wiedersehen, habe ich ein Geschenk für euch vorgesehen. Bezwingt und Schatten in einer fairen Schlacht, so ist die Erlösung dann vollbracht. Okay, Grünschleim. Olivgrüner Schleim auch noch. Nicht gut. Kann ich helfen? Sehr gerne. Okay. Gegen olivgrünen Schleim hilft am besten
Feuer. Auch wenn er gerade etwas vergiftet ist, aber das können wir ja auch ganz schnell lösen. Oh, er ist nicht mehr vergiftet, oh Gott sei Dank. Können wir uns das Gegengift gerade sparen. Ne, da können wir übrigens verkaufen. Das heißt, wir brauchen noch einen Feuerpipe, bitte. Ja? Wie? Das macht mir nichts aus. Hier haben wir jetzt das große Problem. Sag, was du vorwärts. Grünschleim ist ja ziemlich immun gegen physische Angriffe. Also Olivengrünschleim, besser gesagt. Ich habe also nur die Möglichkeit, sie anzuzünden, ihnen ein paar sprühende Farben entgegenzuschießen. Sicher. Was hätte ich denn noch Böses? Kraftgeschosse? Wie kann ich helfen? Ich schlag dich mit dem Stecker. Ich werde. Vor allem, weil der olivgrüne Schleim ziemlich gut vergiften kann. Das jedoch macht Schaden, wenn Hagrim. Dein Befehl? Da solltest du auch umswitchen, vielleicht. Wenn du nämlich Feuerschaden machen kannst, ist das gut. Noch mehr sprühte Farben helfen dir vielleicht. Natürlich. Ja, gewiss. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Noch mehr Kraftgeschosse. Magische Geschosse. Was? Mit Vergnügen. So, es ist immer noch fallen. So, es auch noch mehr fallen. Zauber. Gegengift, noch eins. Und ein falsches Gegengift. Okay, das gute Gegengift zu ihr, das dazu. Sag, was du gewiss. Also viel scheint es hier nicht zu geben. Noch zwei Räume hier und einen Raum dort. Müssen wir jetzt herausfinden, welches der Raum weiter ist. So, das zu dir. Regenbogenstrahl könnten auch gegen Grünschleim helfen. Also Olivgrünschleim helfen. Nehmen wir die doch einfach mal. Ja, überhaupt kein Problem. Wir trinken auch noch so einen am besten. Dann gucken wir mal, was uns in diesen Räumen erwartet. Ich werde tun, noch was mehr, ich kann. Noch mehr olivgrüner Schleim, ja. Und Schleimzombie. Kann ich helfen? Schleimzombies haben nämlich auch so die Angewohnheit, nicht so leicht zu sterben. Sehr gerne.
So, wie viele sind denn da noch? Nur noch der eine, der hier unverletzt ist. Jagen wir gleich noch mal zwei Säurepfeile rein mit einem Kettenzauber. Und noch ein paar magische Geschosse. So. Die geben nicht mal viel Erfahrungspunkte. Mit Vergnügen. Dann gucken wir mal, der untere Raum scheint auch nur ein Raum zu sein. Wie? Das macht mir nichts aus. So, ein Spinnennetz. Bin ich jetzt blind? Wo ist mein Spinnennetz? Da ist Spinnennetz. Nee, ich hätte gern die Todeswolke hier drin. Okay, Netz ist ohne Wirkung, aber wenigstens. Andere Sachen funktionieren. Okay, Magiewiderstand. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Okay, gegen das Schwert sind sie immun. Und ich habe mich gerade selbst umgebracht. Yay. Kann ich helfen? Warte, ernsthaft, ich muss das Ganze nochmal machen. Ah. Was? In Ordnung. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Okay, Todeswolke da rein. Wie kann ich helfen? Euer Ende ist nah. Ja, natürlich. Dein Befehl sofort. Ich werde tun, was ich kann. Kann ich helfen? Ja. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ja, es ist wieder vergiftet, das ist aber kein Problem. Okay, Fehlschlag beim Zauber jedoch ist ein Problem. Überhaupt kein. Sag einverstanden. Ja? Kein Problem. So, sprühende Farben. Dann versuchen wir es jetzt doch einfach nochmal mit denen hier. Okay, einen hat's ausgenockt. Was ist mit Vergnügen? Das macht mir nichts aus.